So, hallo liebe Leute, ich wollte euch heute erstmal was vorstellen. Mein Studio-Setup. Darf ich vorstellen? Mein Mixer. Eben checken, ob er auch im Bild ist. Ja. Mein geapptes Handy. Music Studio geladen. Schöne App. Aktuell in der Version 2 verfügbar. Ja. Ups, Entschuldigung. Meine Kopfhörer. Und ja. Letzten Endes wollte ich dann auch mal zeigen, wie ich zur Aufnahme schreite. Ob es was wird oder nicht, abwarten, ist ein Text. Ob ihr das Produkt hören könnt oder nicht, wird euch auch noch gezeigt. Aber bis dann muss ich erstmal loslegen. Jetzt noch Soundcheck hier. Mic-Check. Word up, word up. Da ist mein Mikrofon anbei. Dann. So, eben noch die letzte Seite vom College Blog reißen von meinem Text. Er heißt Grundordnung in Gefahr, Kurzname Gig. Was allerdings absichtlich irreführend gewählt worden ist, um tatsächlicherweise auch auf die Tatsache zu verweisen, dass ich auch halt, na, Auftritte mache, allerdings eher im Freestyle-Bereich als wie im Text nach Kick-Bereich, weil das kickt mich nicht so und letzten Endes Musik muss Spaß machen, sonst hat man nichts davon. Ja. So, der Beat ist schon gebaut, das Instrumental halt. Alles fertig im eigentlichen Sinne. Nachher geht es noch ums Mixing, Lautstärken abstimmen. Aber nun ja. Wollen wir mal gucken, ob ich es beim ersten Versuch hinkriege. Der Text ist noch ungeübt. Aber nun ja, wie dem halt so ist, irgendwie muss man ja mal loslegen. So. Deutschland, Deutschland, unter aller Sau, was Nazis hier abziehen, gehört verbaut, das GG mit Füßen getreten, nie erbeten waren diese Wesen entgegen totalitären Diktatoren, leidet die Demokratie im Verborgenen, geistig Verdorbenen, setzt man entsetzt, Gesetz um Gesetz, das war nicht richtig, doch Deutschland macht es nichtig, zu viele Sadisten treiben hier Unwesen, schlichtes Nichts, wie es sein soll, Hauptsache das Krasse kommt, wen interessiert die eigentliche Ordnung, die eigene Persönlichkeit bringt 0 Euro, wer braucht die schon, sagen mir zu viele, zu fiese, denen man was entgegensetzen muss, setze es. Machen Sie dich kalt, Freizügigkeit sollte herrschen, doch diese Perversen mit ihren Plänen verlangen 24-7 Revolte, bis der Revoluzzergeist verloren geht. Nichts ist mehr schön, während diese Sadisten herrschen. Hauptsache die verdeckte, längst verschenkte Demokratie verliert in diesem sadistischen Nazi-Hirnen. Wäre schön, hätten wir sie je gehabt, doch wer gibt da noch einen Fakt drauf? Die eigenen Reihen, Hauptsache man macht einen Fass auf. Die nächsten Fotzen sind geklärt, aber mal ehrlich, wer verhält sich noch ehrlich? Grundordnung in Gefahr. Hatten wir sie jemals Ordnenden mit Worten geben, was die wahre Ordnung ist? Grundgesetz? Haben wir nicht. Grundordnung in Gefahr. Haben wir sie jemals gehabt? Ordnenden mit Worten geben, was die wahre Ordnung ist? Grundgesetz? Haben wir nicht. Wer an den schönen Leck spart ihren Intellekt, doch wen interessiert eben dies? Wer kennt überhaupt noch Gesetze? Letzten Endes geht alles unter, die Schamgrenze der schamlosen Abhörmethoden, akustische Feldabtastung, optisch treiben sie es auch. Habt ihr noch alle Tassen? Ich meine nicht im Gebrauch, sondern im Schrank. Ihr Triebtäterinnen, raus. Scheißsadisten, packt bitte lernt laufen. Raus aus Deutschland, ihr seid schlimmer für mich als solchen. Komplett behindert, nichts dafür vollnehmen, was Privatsphäre ein gesetzlicher, geschützter Rahmen wäre. Nur weil ihr die Gesetzestexte nicht kennt, heißt es noch lange nicht, ihr dürftet egal was nehmen, als Funkübertragung zum Beispiel. Sadisten, packt, macht euch selbst lang. Juristisch legitim hier, werdet nach KGB verurteilt, Kriegsgesetz, Buchhalt, wie man's bräuchte. Ihr seid für redliche Mediziner echt enttäuschend. Niemand will's wahrhaben, doch eure Evolutionsbiologen sind waschechte Nazis auf Drogen. Grundordnung in Gefahr. Hatten wir sie jemals? Ordnenden mit Worten geben, was die wahre Ordnung ist. Grundgesetz? Haben wir nicht. Grundordnung in Gefahr. Hatten wir sie jemals? Ordnenden mit Worten geben, was die wahre Ordnung ist. Grundgesetz? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Privilegien brauche ich nicht. Unglaublich, hä?
Kammermusik machen viele Rap-Artists, diese faulen Schweine. Statt als Musiker zu arbeiten, überall nur Gleichklang. Ihr wollt Hetze, fangt an, als welche zu arbeiten. Kontinuierlich passiert nichts, außer dass ihr nicht mal korrekt kritisiert, was da mit uns per Gesetz passiert. Die Masse denkt nicht deep, sondern Hauptsache ich werd geliebt. Wie es anderen geschieht, interessiert scheinbar nicht. Alle in ihrem eigenen Mikrokosmos. Egal wie viel die Welt kostet, der Blick in die Tiefen des Kosmos. Ach ja, wie viele Nacktfotos sind es nun schon? Eure Herrscherklasse nach Massenmedien, meist irre an der Waffe. Einen an der Waffel habt dabei ihr, weil woran und für euch nichts passiert. Wie in Asterix erobert Rom, fangen alle an, Passierschein A28 oder so zu klonen. Wollt ihr es verdammt, eure Faulheit zur Rebellion erkannt? Doch wie enttarnt man Sadisten ihr Sofa-Faulenzer packt. Geht raus. Lest was und kommt klar, dies eindeutig die Forderung Genius Hardcore Grad. Grundordnung in Gefahr, hatten wir sie jemals? Ordnenden mit Worten geben, was die wahre Ordnung ist. Grundgesetz haben wir nicht. Grundgesetz in Gefahr, hatten wir sie jemals? Ordnenden mit Worten geben, was die wahre Ordnung ist. Grundordnung haben wir nicht. Jetzt habe ich mich sogar noch ein bisschen verspittet, aber nun ja, kommt vor, Genius Hardcore Freestyle mal wieder nie gewesen, sondern Text derzeit. Und deswegen muss ich jetzt das Ganze auch noch normalisieren. Lautstärke anheben ein bisschen dabei. Ach ja, so, Aufschlag dürfte reichen vom Pegel her. So, gucken wir mal, was daraus geworden ist. Ich kann es jetzt leider nicht reinmischen ins Video, aber ich gebe es nachher gerne nochmal zum Besten in Form eines Tracks halt. Das muss nochmal in der Lautstärke erhöht werden. So, das muss nochmal mit dem Faktor 300 verstärkt werden, nochmal wieder. Ich dachte, jetzt 200 sei gut bei dem Ausschlag geworden, ja. Komfort. So, exakte Ziffer, eigentlich unnütz. Aber kann man nochmal machen. So, jetzt aber. So. Übliche Verhaltensweisen im Studio halt. Mein Heimstudio, mein Schlafgemach im eigentlichen Sinne. Jetzt klingt es für mich einigermaßen gut. Ich denke mal, das kann man auf die Menschheit loslassen. Gleich mal den Wave umwandeln, was ich da gespeichert habe. So. Und das war jetzt auch mein ganzes Video schon. Sorry Leute, aber ja, viel Spaß noch damit. Man sieht sich. Peace out.